jeden zweiten Tag eine Roleplay-Folge und sonst, also wie gewöhnlich, Montag kein Roleplay, Dienstag Roleplay, Mittwoch kein Roleplay, Donnerstag Roleplay, versteht ihr? Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der allerersten offiziellen Folge Minecraft Desperado. Das heute wird keine Roleplay-Folge werden, das schon mal vorab, denn heute möchte ich euch alles erklären, wie wird's ablaufen, wie sieht meine Rolle aus, wie werden die Roleplay-Folgen gestaltet werden, was habe ich vor in MC Desperado. Und deswegen würde ich sagen, werde ich jetzt einfach mal nach da hinten gehen und einfach mal so ein bisschen Wolle farmen hier für mein kleines Tipi-Zelt. Und ja, also wie gesagt, das hier ist jetzt das offizielle MC Desperado-Projekt. Ich war da jetzt schon länger im Gespräch und es war jetzt aber noch nie so ganz offiziell. Aber gestern wurde ich dann auf dem Server geholt und ja, somit ist das Ganze jetzt auch hier auf meinem Kanal zu sehen. Und ich habe da richtig, richtig Lust drauf, mit euch schöne Roleplay-Folgen zu machen, weil ich ja wirklich im Leben diese Roleplay-Folgen geliebt habe und sie schon ein bisschen vermisse. Es wird noch ein Lebenende wahrscheinlich kommen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wann genau das Ganze stattfinden wird. Deswegen verzeiht mir bitte diese Verspätung des Lebenfinales, ne? Aber es stehen im Prinzip noch so viele Dinge offen, die ich einfach noch klären möchte. Und deswegen ist das jetzt nicht relevant. So, gut. Also, wie gesagt, ich erkläre jetzt ganz kurz meine Rolle. Ich hoffe, jeder von euch hat den Teaser gesehen. Wenn nicht, guckt auf jeden Fall rein. Das ist, vielleicht schneide ich es auch nochmal hier vor mein Video hier. Oder ich hänge es nochmal am Ende dran, ich weiß es nicht. Guckt euch den auf jeden Fall an und dann guckt hier weiter, damit ihr euch schon mal ein bisschen auskennt. Und zwar ist es so, dass ich hier einen Indianer spiele, der Kleiner Doggy heißt. Dieser ist damals vor 17 Jahren eben geboren worden und seine Mutter starb leider. Die wurde leider umgebracht. Ich hoffe, ich konnte die Mitteilung in diesem kleinen Kurzfilm rüberbringen. Und der Vater starb dann leider im Kampf gegen die Cowboys und das Ganze hat dann so seinen Lauf genommen, dass ich eben alleine war, alleine irgendwie durchkommen musste, alleine trainiert habe, bis ich eines Tages Herr Bergmann und den Rest der Crew gesehen habe, wie sie mit einem komischen Metallding da angekommen sind. Und so wird die Story dann auch weitergehen. Also wie gesagt, ich denke, bis jetzt der Einzige, der die gesehen hat, wie sie angekommen sind. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich heftig. Weil, ja. Aber wie gesagt, ich möchte da heute gar nicht so ins Roleplay einschweifen, sondern ich möchte heute eigentlich einfach nur ein bisschen Wolle sammeln und ein bisschen das Zelt aufbauen, denn es wird ja in den nächsten Tagen auch Streams geben, wo ich dann auch natürlich Desperado streamen werde. Da freue ich mich auch schon total drauf. Das ist unabhängig vom Roleplay, das heißt, sollte ich dort sterben oder sollte es da mal einen Kampf mit irgendjemandem geben, ist das überhaupt nicht irgendwie verbunden mit dem Roleplay. Ich werde mich wahrscheinlich darauf einigen, dass es entweder jeden zweiten Tag eine Roleplay-Folge gibt und dann, also zum Beispiel Montag kein Roleplay, aber dafür so eine Baufolge, Dienstag Roleplay und so weiter, ne? Weil dann, also so Roleplay-Folgen sind ja auch immer total viel Arbeit und ich möchte echt ganz viel Zeit reinstecken. Und da ist es halt, finde ich, ein bisschen besser, wenn ich das so regeln dürfte für von euch aus, dass ich dann jeden zweiten Tag eine Roleplay-Folge bringe,
weil ich dann da auch ein bisschen mehr schneiden möchte, ein paar Kurzfilminhalte einbauen möchte und so weiter. Ich glaube, dass das dann ganz gut wird. Ich kann euch dann gleich nochmal die Stadt zeigen, so eine kleine Stadtrundtour machen. Die ist jetzt noch nicht allzu groß. Der Server, wie ihr seht, hat jetzt auch nur 10 Slots. Also gestern Abend war es eigentlich recht voll, ja. Aber ansonsten ist das eigentlich noch ganz entspannt. So, da la. Ich baue hier noch ganz kurz die Ebene hier fertig, wenn sich das ausgeht. Gut, zack. Fast. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich baue da so ein Tipis-Zelt, wo ich dann eben nächtigen werde. Weil ich wohne ja nicht in der Stadt, ich bin Indianer, ich bin so ein bisschen verfeindet mit den Cowboys. Und deswegen ist das eben nicht so gut. So, dann gehen wir da jetzt erstmal runter. Und wenn wir hier einfach jetzt geradeaus gehen, also wie gesagt, da oben habe ich mein Reich. Und mal schauen, vielleicht schließt sich ja noch irgendjemand den Indianern an und ich finde einen verschollenen Indianerbruder oder so. Also ich habe da schon einige Ideen, wie man das Roleplay noch ein bisschen besser ausbauen könnte. Und ich habe ein paar Frame-Einbrüche, so wie es aussieht. Hey. So. So nicht. Ich habe hier irgendwie so ein paar. Also wie gesagt, das hier ist jetzt die Stadt. Ich komme, wie gesagt, von der Richtung da hinten. Und hier haben wir zum Beispiel, hier wohnt zum Beispiel Herr Selbstgespräch, der Detektiv. Hier sieht ein bisschen nach Gefängnis aus hier. Dann haben wir hier die Bank von Sheriff Takaishi. Oder ich glaube, da hier vorne wohnt Herr Bergmann. Können wir jetzt gleich nochmal hingucken. Hier steht. Ah, Bergmanns Schnurrbartverkauf. Okay. Auch nicht schlecht. Also wie gesagt, gibt es hier schon einige Häuser. Ich habe gesehen, da vorne wohnt noch eine Indianerin. Okay. Herr Sohn, Anwalt und Arzt. Superzocki wohnt hier. Also ich muss da noch genau schauen, wie ich das mache, ob ich eben außerhalb bleibe oder ob ich im Roleplay irgendwie in die Stadt dazukomme. Das gucken wir dann mal. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Aber wie gesagt, jeden zweiten Tag eine Roleplay-Folge und sonst, also wie gewöhnlich, Montag kein Roleplay, Dienstag Roleplay, Mittwoch kein Roleplay, Donnerstag Roleplay. Versteht ihr? Dass ihr das so ein bisschen auch mitbekommt. Hier zum Beispiel Weasley ist auch ein Indianer und der baut hier. Mal schauen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt dann zum Beispiel umziehe im Stream oder so, macht euch da keine Sorgen. Das seht ihr dann alles im Roleplay. Nicht, dass ihr dann denkt, hä, wieso ist das jetzt so und die ist das Ananas. Und ich werde dann auch immer so ein Livestream-Update geben, weil ich möchte ganz, ganz oft Livestream jetzt Desperado. Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung und ja, wie gesagt, das hier ist unsere kleine Stadt. Die ist jetzt noch nicht allzu groß. Das hier ist, wie gesagt, mein Indianer-Skin hier. Und wenn irgendjemand von euch gut zeichnen kann oder so, würde ich mich mega freuen, wenn ihr so ein paar Zeichnungen machen könntet und die mir bei Twitter schicken könntet, damit ich die für Thumbnail benutzen kann. Natürlich werdet ihr dann auch verlinkt und so weiter. Das ist natürlich klar so. Hier steht zum Beispiel Wanted. Seit einiger Zeit tummeln sich Banditen in der Gegend herum. Zwei Ganoven, die vor nichts zurückschrecken. Falls Sie Informationen zu diesen haben, melden Sie sich sofort beim Sheriff. Gesucht B. John und S. Jeff. Diese Banditen sind seit über 3 Monaten auf der Flucht. Passen Sie auf sich auf. Möglicherweise haben diese sich unter die Menge gemischt, um von sich abzulenken. Tot oder lebendig, 100 Gold. Ja, also wenn wir die finden, werden wir die auf jeden Fall hier hinbringen. Natürlich ist es so, ich kann jetzt nicht einfach so im Roleplay durch die Stadt laufen und so weiter, weil das natürlich nicht okay geht, weil ich bin ja schließlich Indianer, ne? Und Indianer sind ja, wie bekannt, ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Cowboys und deswegen werde ich das dann im Roleplay so ein bisschen rausfinden, wie wir das Ganze gestalten werden. Aber wie gesagt, keine Angst, sollte dann da irgendetwas verändert sein oder so in irgendeiner normalen Folge. Das wird dann alles im Roleplay nachträglich gezeigt, wie es dazu kam und so weiter. Also ich möchte da keine offenen
enden haben, sodass ihr euch da auch nicht mehr auskennt, auf gar keinen Fall. Und bisher muss ich sagen, ist die Stimmung hier echt super. Alle sind locker drauf und ich habe richtig Lust, hier schön Roleplay zu betreiben, weil das ist einfach das, was mir auch total an Leben gefallen hat, eben diesen Roleplay-Aspekt. Und es hatte noch kein Projekt davor irgendwie so das so stark ausgeprägt. Ich meine, doch, es gab zwar ein paar Projekte, die das so ein bisschen gemacht haben, wie zum Beispiel Hero oder so, aber das war trotzdem noch nicht so richtig mit geschnittener Fassung und ich sage jetzt mal nicht so drehbuchmäßig, aber ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt finde ich hier mein Häuschen nicht mehr. Das ist natürlich jetzt perfekt für die Aufnahme, weil ich wollte ja eigentlich hier in mein Bett jetzt schlafen gehen und dann die Folge beenden. Aber irgendwie finde ich hier mein Häuschen nicht mehr. Egal, Leute, dann machen wir das hier von diesem Berg aus. Und dann finde ich super, dass ihr heute wieder bei der Folge Desperado eingeschalten habt. So, das wollte ich jetzt nicht. So, gut, Leute. Ich würde einfach mal sagen, ich verklicke mich, bevor ich mich hier noch komplett verklicke. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen kommt eine Roleplay-Folge Desperado. Tut mir leid, dass es so ein bisschen ein chaotischer Start war, aber ja, der Start, ich muss erst so richtig reinkommen in das Projekt. Aber wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich einen Daumen nach oben mega, mega freuen. Und schreibt mir auch ein paar Tipps und so weiter in die Kommentare, wie die Story fortlaufend produziert werden kann. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.